Hallo und guten Morgen. Wir sind hier gerade auf dem Campingplatz, auf so einem ganz einfachen Dockside-Campingplatz. Das gibt es hier in Neuseeland. Das sind eigentlich so wie unbetreute Campingplätze. Das ist an einem Rand von so einem Wald und da machen wir jetzt eine kleine Wanderung. Heute ist Sonntag und wir sind gestern spontan losgefahren. Das ist ungefähr 2 Stunden von uns und haben dann hier abends übernachtet. Und ja, es war irgendwie so krass, weil ich gestern früh noch kurz, also Samstagmorgen bei uns, habe ich noch kurz ein Video aufgenommen und ein paar E-Mails beantwortet und dann sind wir sofort los und der Kontrast zwischen hier und dem, wie wir gerade eben noch zu Hause gearbeitet haben, obwohl das direkt nebeneinander ist, ist so groß. Wir haben jetzt auch, glaube ich, seit knapp 24 Stunden überhaupt keine Internetverbindung. Hier ist kein Handyservice, kein Wi-Fi von unserem Wi-Fi-Stick. Und zum Glück kann ich jetzt hier das Video immerhin aufnehmen. Ja, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, wie immer mehr Leute ihren Arbeits- oder Work-Life-Balance oder ihre Arbeit verändern und die Möglichkeiten gerade, die sich uns jetzt im Internet bieten oder für Leute wie uns, die wir im Internet eigentlich alles arbeiten und dann dieses, wie man das so sagt, ortsunabhängig oder Remote Working oder Working Remotely, dass das immer mehr Firmen ja auch zum Beispiel WordPress selber, also WordPress hat ja glaube ich inzwischen über 300 Mitarbeiter oder so und die sind auf der ganzen Welt verteilt. Und es ist eigentlich egal, von wo aus man arbeitet oder ob man seine Arbeit mitnimmt übers Wochenende oder auch ob man auf Reisen arbeitet für eine Weile. Und immer mehr Firmen werden super offen dafür oder Leute, die Freelancer sind oder selbstständig wie wir, machen das auch und nutzen die neuen Möglichkeiten, dass man seine Arbeit überall hin mitnehmen kann. Was natürlich auch ein Aspekt ist, den bestimmt alle kennen, die ähnlich arbeiten oder im Internet arbeiten, ist, egal ob man jetzt seine Arbeit mitnimmt auf eine Reise oder von woanders arbeitet, als das die eigene Firma ist oder man mit Leuten zusammenarbeitet auf der ganzen Welt oder so. Was natürlich immer das Problem ist, ist, dass es natürlich auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Zum einen mal, das Problem kennen, glaube ich, alle Selbstständige, dass man eine Grenze ziehen muss, wo die Freizeit ist und wo die Arbeit ist. Dass es oft schwierig ist, da eine Balance zu finden. Quasi die Arbeit ist überall mit dabei. Und ein anderer Aspekt ist natürlich, wenn man unabhängig arbeitet, dass man nicht mehr diese klassische Bürogemeinschaft hat. Und da gibt es ja zum Glück immer mehr Coworking Spaces, die quasi eine Lösung dafür bieten, dass man selbstständig sein kann und trotzdem in einer Gruppe, in einem Team sein kann und zusammenarbeiten. Aber gerade wir jetzt hier im Ausland merken das auch doch, dass es auch isolierend sein kann, wenn man so arbeitet, weil man eben nicht mit einer festen Gruppe arbeitet. Wir arbeiten natürlich mit Leuten online zusammen und kommunizieren täglich mit super vielen Leuten und so, aber es ist manchmal auch wirklich sehr isolierend und kann auch einsam sein, diese Art zu arbeiten, wenn man gerade von zu Hause arbeitet, wie wir es jetzt schon wirklich jahrelang machen. Und wir sind noch zu zweit, also wir haben auch schon von vielen gehört, die das gemacht haben eine Weile und das, für die das einfach nicht das Richtige war. Und das kann ich super, super gut verstehen, weil Coworkers oder eine Teamatmosphäre in einem Büro jeden Tag zusammenzuarbeiten, das hat wirklich auch was Schönes und Vorteile und wirklich auch physisch an einem Ort zu sein, ist auch wichtig in der Zusammenarbeit. Das macht oftmals die Kommunikation so viel leichter und es schafft eine Teamatmosphäre, die man bei diesem Remote Working oder diesem ortsunabhängigen Arbeiten einfach nicht hat. Und ja, ich glaube, dass die Arbeitswelt oder die Firmen und die Leute, die im Internet arbeiten, erst rausfinden. Also vor ein paar Jahren gab es noch fast gar keine Coworking Spaces und jetzt gibt es die überall. Also dass es neue Formen der Arbeit gibt und Zusammenarbeit und wie man wirklich perfekten Arbeitsatmosphäre oder einen Arbeitsrhythmus schafft. Ich glaube, das ist gerade wirklich so sehr stark am Ausprobieren und die Leute finden erst ihre Balance und auch wir, also wir haben das jetzt schon auch, wie wir arbeiten, geändert in den letzten Jahren. Wir haben am Anfang, glaube ich, einfach zu viel gearbeitet. Wir waren eigentlich ständig anwesend und jetzt haben wir schon
achten wir schon auch, dass wir rauskommen und wirklich gar nichts machen. Ich meine, jetzt mache ich hier die Videos, aber das ist wirklich für mich Freizeit. Irgendwie so ein kreativer Outlet, den ich eigentlich auf keinen Fall als Arbeit ansehe. Aber ansonsten, ich checke jetzt keine E-Mails, während wir hier auf unserem Campingtrip sind. Und ohne Internet geht es zum Glück auch gar nicht. Und es tut auch gut. Also es ist wirklich gut, wirklich mal komplett abzuschalten und wirklich anwesend zu sein, ohne ständig irgendwas im Hinterkopf zu haben. Mich würde total interessieren, wie ihr arbeitet, welches Setup ihr habt und wie ihr damit zurechtkommt und was eure Gedanken sind zu diesen modernen, neueren Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, jetzt im Gegensatz zu unseren Eltern. Und ja, was ihr da für Chancen seht oder auch Risiken oder Probleme. Und mich würde das total interessieren, was ihr davon haltet und wie eure Gedanken sind. Und ich hoffe, das hat jetzt alles ein bisschen Sinn gemacht. Ich glaube, meine Outdoor-Wochenend-Videos sind immer ein bisschen durcheinander. Aber ich dachte, ich mache auf jeden Fall ein kleines Video und ich wollte einfach meine Gedanken teilen. Und ja, ich würde mich total freuen, von euch zu hören. Und ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir gehen jetzt auf unsere kleine Wanderung hier im Wald. Und ich werde auch noch ein bisschen mitfilmen. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall morgen wieder, wenn wir wieder zu Hause sind. Tschüss!